Ja, wir sind hier beim DT Hameln auf dem Jugendturnier, Weser-Bergland-Serie. Das ist extra eine Turnierserie für unsere Kinder und Jugendlichen hier aus der Region, dass sie eben vor Ort die Möglichkeit haben, Matchpraxis zu sammeln, Turniere zu spielen, LK-Punkte zu sammeln, dass sie nicht ganz so weit fahren müssen. Ich glaube, on top waren es mal 80, 90 Meldungen. Das war echt super. Viele aus der Region, die hier mitspielen, eigentlich fast alle. Und das ist eben ja, mit Abstand das Wichtigste. Das heutige Turnier ist auch sehr gut angenommen. Wir haben fast 50 Teilnehmer. Das im Anbetracht der Situation, dass aktuell auch viele Jugendpunktspiele stattfinden, eben auch sehr, sehr viel. Deshalb sind wir heute auch sehr zufrieden und das Wetter spielt mit. Meine persönliche Leistung war für den Anfang ganz in Ordnung. Ich würde aber trotzdem sagen, dass er noch mehr nach oben geht. Ich fand gut, dass es sehr gut organisiert wurde und dass es hier auf einer schönen Anlage stattfindet. Das Spiel jetzt habe ich hier gewonnen, aber sehr zufrieden mit meiner Leistung war ich jetzt nicht, weil das erste habe ich gut gewonnen, aber danach habe ich halt, was mir bisher immer passiert ist, meistens nachgelassen und habe viele Punkte zerschlagen oder meistens Doppelfehler gemacht und das gefällt mir noch nicht so gern. Und das wird ja alles von Marcel Benisch organisiert, das ist ja auch mein Tennistrainer seit 9 Jahren oder so und eigentlich hat er das bisher immer gut gemacht. Mein erstes Spiel ist ganz gut gelaufen, da habe ich gewonnen, war mit mir nicht 100% zufrieden, aber war schon gut zufrieden und hoffe, das zweite Spiel wird auch gut. Also die Serie war dieses Jahr echt gut, es war gut organisiert und hat sehr Spaß gemacht. Ich habe die Tennishalle hier beim DTH gekauft, natürlich zentral für das Training, für meine Tennisschule. Und da sollen dann natürlich auch zukünftig möglichst jede Woche irgendwie LK-Turniere stattfinden, auch im Rahmen der Weser-Bergland-Serie. Da wir dann im Winter allerdings nur 2 Plätze haben, sind die Felder dann ein bisschen begrenzt auf die Altersklassen. Aber auf jeden Fall haben wir da die Möglichkeit, eben auch sehr, sehr viele Turniere auch im Winter monatlich eben stattfinden zu lassen, dass eben alle schön Matchpraxis sammeln können, das sage ich ja immer, ist ganz wichtig und ja, dementsprechend kann es auch im Winter losgehen.